Sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften freut sich sehr, dass wir Partner sein können bei diesem ganz besonderen Jahr für die Universität Klagenfurt. Und es ist heute auch ein ganz besonderer Tag, denn es ist das erste Mal seit der Corona-Krise, dass ich wieder vortragen kann in einem derartigen akademischen Rahmen. Und ich möchte insbesondere den Veranstaltern und vor allem Rektor Wittuch danken, dass sie diese Veranstaltung so durchgeführt haben. Dazu braucht es einen gewissen Mut, aber es ist ein starkes Bekenntnis auch dazu, wie akademisches Leben stattzufinden hat und wie sich die Institutionen, die Universitäten, aber auch die Akademie der Wissenschaften bemühen, hier in schwierigen Zeiten den Betrieb nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern eben auch zu zeigen, dass Wissenschaft eine ganz entscheidende Ressource ist auch zur Bewältigung dieser Krise. Und das ist eine Form der Bewältigung, die eben nicht nur von den Naturwissenschaften, sondern ganzheitlich von den Geistes- und Sozialwissenschaften zu leisten ist. Und ein Beitrag dazu leistet ja auch diese Tagung. Rektor Wittuch hat es angesprochen, ein bisschen meine Herkunft, die hat durchaus etwas mit dem Vortrag zu tun, denn ich komme aus einer Gegend, wo immer noch abgestimmt wird. Es ist wahrscheinlich den wenigsten von Ihnen bekannt, dass das letzte Gebietsreferendum in Europa, das stattgefunden hat, und zwar unter demokratischen Umständen, also nicht so wie auf der Krim, die Stadt Münster oder Moutier im Berner Jura betroffen hat. Da wurde vor 2 Jahren abgestimmt über die Kantonszugehörigkeit. Die Abstimmung wurde geschoben, weil im letzten Moment sich Separatisten auf die Wahllisten haben setzen lassen, indem sie sich einfach haben ummatrikulieren lassen. Dagegen wurde geklagt. Das Gerichtsurteil wurde dann von den Separatisten nicht anerkannt und das Ganze ist pendent. Und das in einem der ganz doch stabilen demokratischen Staaten Europas ein historisches Problem, das viel älter ist als zum Beispiel die Frage der Volksabstimmung in Kärnten, denn das Urproblem geht auf den Wiener Kongress und die Zuweisung des früheren Fürstbistums Basel an den Kanton Bern zurück. Also Sie sehen, Volksabstimmungen sind ein Thema, das tatsächlich in einen komparativen Rahmen gestellt werden soll. Es ist aber auch immer ein emotionales Thema und ich habe das zu Beginn erwähnt, dass wenn ich das jetzt versuche darzustellen und dann auch Bezug nehme auf den konkreten Kärntner Fall, dass mir sehr wohl bewusst ist, dass Äußerungen von Historikern hier in einen Kontext gesetzt werden, der eben nicht nur von Vernunftargumenten, sondern von auch verständlichen emotionalen Betroffenheiten geprägt sind. Damit komme ich zu meinem Vortrag. Im Herbst 1918 brach eine Welt zusammen, die bald als die Alte bezeichnet werden sollte. Die Sieger des Ersten Weltkriegs versprachen, dass aus den Trümmern der Imperien eine neue, eine bessere, eine demokratischere Welt aufsteigen würde. Die neuen Staaten, die sich auf dem Boden der untergegangenen Reiche bildeten, und ich spreche hier vor allem von Ost-, Mittel- und Südosteuropa, empfanden sich als Träger eines historischen Fortschritts. Die siegreiche Entente hatte den Krieg gegen die Mittelmächte ideologisch dargestellt als einen Kampf der Demokratie gegen autoritäre Monarchien. Das Kernprogramm dieser Propaganda war zusammengefasst in den 14 Punkten des bereits erwähnten amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Dieses Programm entfaltete aber eine doppelte Wirkung. Denn es befeuerte nicht nur die Hoffnung jener, die auf Seiten der Sieger Europa territorial neu ordnen wollten. Auch den Unterlegenen schien es als ein Mittel, ihre territorialen Verluste in Grenzen zu halten. Das Zauberwort, das so auf beiden Seiten der Fronten wirkte, hieß Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und deren gab es plötzlich viele als neue, auch staatliche Akteure. Die baltischen Staaten, das wiedererstandene Polen, die Tschechoslowakei, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, ein massiv vergrößertes Rumänien, bildeten ein neues Zwischeneuropa von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Doch wo sollten die Grenzen verlaufen? Nach welchen Prinzipien sollten die Grenzen festgelegt werden? War die Bevölkerung einzubinden? Und falls ja, wie sollte dies geschehen? Volksabstimmungen waren nur eines der Instrumente, die bei der Festlegung der neuen Grenzen zur Anwendung kamen. Das heißt, sie bildeten nicht die Regel, sondern eine Ausnahme, die zudem, das sei jetzt schon gesagt, ohne System, sondern situativ und aus Sicht derjenigen, die nicht aktiv in die Pariser Friedensverhandlungen eingebunden waren, das waren die Verlierer, höchst willkürlich zum Einsatz kam.
blickt man kurz zurück in die neuere Geschichte Europas und fragt sich, wo Plebiszite über Gebiete angewendet wurden, dann gelangt man zur Französischen Revolution. Und zuletzt, also vor 1919-20, waren beim Prozess der italienischen Einheit derartige Gebietsplebiszite durchgeführt worden. Das heißt, eine Volksabstimmung über Gebietszugehörigkeit war in der europäischen Geschichte kein sehr gebräuchliches Rechtsinstrument. Die Kärntner Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920, bei der die Zugehörigkeit Südkärntens durch ein Votum der Bevölkerung festgelegt werden sollte, gehört zu einer ganzen Reihe derartiger Plebiszite, die im Zuge der neuen europäischen Ordnung stattgefunden haben. In einem Bogen, das können Sie hier sehen, von Nordschleswig über Teile West- und Ostpreußens nach Oberschlesien, ergänzt um das bilateral zwischen Ungarn und Österreich vereinbarte Plebiszit über Ödenburg, Schopron, und von den unilateralen Plebisziten, wie zum Beispiel in Tirol und Vorarlberg, einmal abgesehen. Zu verstehen ist das Kärntner Beispiel im europäischen Vergleich. Daher bietet der heutige Tag auch Einblicke sowohl komparativ in das Abstimmungsgeschehen in anderen Regionen, wo das Plebiszit durchgeführt worden ist und ähnlich mobilisierend wirkt. Und hier haben wir führende Spezialisten eingeladen, die dann bei den Einzelbeispielen in die Tiefe gehen, was ein Vergleich in der Regel so nicht leisten kann. Wo aber insbesondere in den deutschen Ostgebieten viel mehr Menschen an die Urnen gerufen wurden, als das in Südkärnten der Fall war. Mein Vortrag fragt aber nicht nur nach jenen Plebisziten, die tatsächlich stattgefunden haben, sondern auch nach jenen, über die diskutiert wurde, weil sie von einzelnen Staaten gefordert worden sind oder auch von mehreren, die aber letztlich nicht stattgefunden haben. Und diese nicht umgesetzten Plebiszite, das ist eine der Thesen, sind eben die andere Seite der Medaillen und zeigen uns sehr viel über Möglichkeiten und Grenzen des Instruments Volksabstimmung, wenn es um die territoriale Neuordnung Europas ging. Was möchte dieser Vortrag leisten? In einem ersten Schritt wird einmal die Frage der Grenzziehungen allgemein auf den Pariser Vorortsverträgen kurz geschildert. Danach wird gezeigt, wo die Abstimmungen stattfanden und wo nicht. In einem dritten Teil geht es um die konkrete Durchführung der Volksabstimmungen und in einem Schlussteil wird dann ein Vergleich gezogen und gefragt, was denn diese Volksabstimmungen uns zeigen und was sie für die europäische Geschichte bedeuten. Grenzen waren nach 1918 viele zu ziehen. Sie sehen das auf dieser Karte, wo Sie rot die Vorkriegsgrenzen und grau eingezeichnet die neuen Grenzen sehen. Und zwar ging es nicht darum, allein darum, Grenzen zwischen Siegern und Verlierern festzulegen, sondern mindestens ebenso kompliziert war die Grenzziehung zwischen Staaten, die zu den Siegern gehörten oder zumindest beanspruchten, zu den Siegern zu gehören. Im letzteren Fall zum Beispiel der Konflikt zwischen Italien und dem jungen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen um Istrien, Triest, Rijeka und Dalmatien. Und im Westen Europas, während es sich also im östlichen Europa um Grenzneuziehungen auf altem imperialem Boden handelt, haben wir im Westen Europas, wo deutlich weniger derartige Plebiszite stattgefunden haben, Sie sehen hier eingezeichnet neben Nordschleswig, dass die Befragung in Eupen-Malmedy, heute Teil Belgiens und die unter problematischen Umständen durchgeführt wurde und die Volksabstimmung im Saargebiet, die erst 1935 stattgefunden hat. Also das Plebiszit ist doch etwas, was die Zahl der Teilnehmenden und die Größe der Gebiete angeht, deutlich im östlichen Europa zu verorten ist. Sie werden das dann gleich sehen, wenn es um die nicht stattgefundenen Plebiszite geht. Über die Prinzipien, nach denen Gebietsveränderungen vorgenommen worden sind, sowie über ihre tatsächliche Umsetzung, wurde bereits von den Zeitgenossen erbittert gestritten, eine Debatte, die sich zum Teil bis in die Geschichtsforschung der Gegenwart fortzieht. Die an demokratischen Idealen ausgerichtete Politik der 14 Punkte prallte schon sehr früh zusammen mit realpolitischen Interessen, wozu ihr Hauptvertreter Woodrow Wilson selbst beigetragen hat, indem er noch bei der Überfahrt nach Europa auf dem Atlantik Südtirol Italien zugesprochen hat, ein Gebiet, das bei einem Plebiszit sicher anders entschieden hätte. Der britische Diplomat Harold Nicholson, der eine führende Rolle bei den Verhandlungen einnahm, beschrieb Interessen und auch die Stimmung der Siegermächte bei den Pariser Vorortkonferenzen, auf denen diese Gebietsfragen geklärt wurden, folgendermaßen. Ich zitiere:
den glühenden Wunsch, die neuen Nationen zu schaffen und zu stärken, die wir mit einem mütterlichen Instinkt als die Rechtfertigung für unsere Leiden und unseren Sieg empfanden. Die Pariser Friedenskonferenz wird man niemals richtig verstehen, wenn nicht diese Gefühle bei jedem Schritt hervorgehoben werden. Zitat Ende. Es ging den Siegern also bei der Ziehung der neuen Grenze um mehrere Ziele. Es ging um die Schaffung einer neuen Friedens- und Machtordnung in Europa, die stabil sein sollte. Es ging aber auch um die Rücksichtnahme auf die öffentliche Meinung in den eigenen Ländern, welche die Schwächung, zum Teil auch die Bestrafung der Verliererstaaten forderte. Es ging um die Förderung der neuen Regionalstaaten in Ost-, Mittel- und Südosteuropa, und zwar mit zwei Zielen. Einerseits die Einhegung Deutschlands, also die Verhinderung eines deutschen Revisionismus, und andererseits, das wird sehr oft vergessen, und dieses Motiv war eigentlich zentral für viele Entscheidungen, zur Eindämmung des insbesondere 1919 bedrohlich nach Mitteleuropa übergreifenden Bolschewismus aus der jungen Sowjetunion. Gerne übersehen werden die zahlreichen Konflikte zwischen den Siegern, die sich im östlichen Europa ergaben, und eben nicht nur zwischen Siegern und Verlierern, sondern eben zwischen Staaten oder politischen Gruppierungen, ethischen Gruppierungen, die sich auf der richtigen Seite sahen. Was für den Historiker heute eine analytische Herausforderung ist, stellte die Entscheidungsträger vor 100 Jahren vor kaum lösbare Widersprüche, wenn man den Zusammenprall politischer Prinzipien und konkreter Machtinteressen einzelner Akteure betrachtet. Diese Gemengelage wurde gerne von Historikern angeführt, die die Friedensverträge als unter den Umständen beste Möglichkeit verteidigen wollen. Fassen wir also den ersten Schritt zusammen. Die territoriale Neuordnung sollte nach dem Prinzip der 14 Punkte erfolgen. Zumindest war das ausformulierte Programm, auf das in den Debatten der führenden Protagonisten bei den Verhandlungen immer Bezug genommen wurde. Der Grundgedanke war eine demokratische Neugestaltung Europas, die auch die moralische Überlegenheit und die Systemüberlegenheit der Sieger gegenüber den als autoritär und undemokratisch dargestellten Verlierern rechtfertigen sollte. Und ein Kernelement dieser Demokratisierung war das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Was Gebietsverschiebungen betrifft, galt das Selbstbestimmungsrecht nicht überall, sondern es wurden oft auch andere, durchaus klassische Argumente der internationalen Politik angeführt, und zwar von Präsident Wilson in den 14 Punkten selbst. Zum Beispiel eine angebliche historische Ungerechtigkeit, die korrigiert werden müsse, im Falle von Elsass-Lothringen. Dann aber auch strategische Überlegungen, der polnische Zugang zur Ostsee oder, Zitat, geschichtliche Richtlinien der Zugehörigkeit, das war das Prinzip, nach dem der Balkan gegliedert werden sollte. Bei Italien und Polen wurden im Gegensatz zu anderen Fällen ganz bewusst ethnische Kriterien zur Grenzziehung betont, also zum Beispiel die genau erkennbare Abgrenzung der Volkszugehörigkeit oder, Zitat, eine unbestritten polnische Bevölkerung. All diese Kriterien waren so gefasst, dass sie zusammengenommen unweigerlich in Widerspruch miteinander geraten mussten, und zwar nicht nur auf dem Papier. Denn wer die Entscheidungen der Sieger verstehen will, muss auch jene Tatsachen berücksichtigen, die vor Ort mit Waffengewalt bereits geschaffen worden sind. Es hing also nicht nur von den Verhandlungen ab. Die regionalen Siegerstaaten, Polen, das wiedererstandene Polen, die Tschechoslowakei, das Königreich SAS und Rumänien, ließen nämlich schon Ende 1918 ihre Truppen in umstrittene Gebiete einfach einmarschieren. Und von der Reaktion jener Teile der regionalen Bevölkerung, die dies ablehnten, hing oft das weitere Schicksal des Gebietes ab. Dies reichte von entschiedenem Widerstand und Sieg über die Siegermächte im Falle der Türkei und damit eine komplette Revision des Friedensvertrages. Das war das eine Extrem, bis zur internationalen Anerkennung der neuen Grenzen als fait accompli. Das war zum Beispiel im Gebiet, den deutschen Gebieten Böhmens und Mährens der Fall, wo es keinen Widerstand gab und sich die tschechische Diplomatie auch bei den Siegermächten entsprechend durchsetzen konnte. Und es gibt dann Fälle, wie hier in Kärnten, wo es regionalen Widerstand gab, der, das muss man deutlich sagen, nur möglich war, weil das Gegenüber slowenische Freischärler waren. Wäre die serbische Armee in Südkärnten oder auch in Klagenfurt einmarschiert, wäre militärischer Widerstand nicht möglich gewesen, da es sich hier um eine anerkannte Armee der Entente-Mächte gehandelt hätte und das hätte unweigerlich ein Eingreifen der Entente nach sich gezogen. Das war auch einer der Gründe,
warum es in den deutschsprachigen Gebieten Böhmens und Mährens nicht zu Widerstand kam. Die tschechischen Einheiten sind von den Alliierten als verbündete Armee anerkannt worden und damit hätte das eine Weiterführung der Kriegshandlungen bedeutet. Auseinandersetzungen, teilweise mit Waffengewalt, entbrannten aber nicht nur zwischen Siegern und Verlierern, sondern auch zwischen Staaten, die, wie erwähnt, entweder Sieger waren oder sich zumindest als solche betrachteten. Ich habe schon angeführt, Italien und das Königreich SAS an der Adria. Polen aber lieferte sich Auseinandersetzungen mit der Tschechoslowakei um die Grenzziehung. Es gab einen ähnlichen Konflikt zwischen Polen und Litauen um die Region Wilna, zwischen Rumänien und dem jungen südslawischen Königreich um das Banat. Sehr kompliziert war auch die rumänische Ostgrenze in Bessarabien mit der Sowjetunion. Diese Gebietsansprüche waren in der Regel gegründet auf die Willensäußerungen lokaler Aktivisten, auf die werde ich noch eingehen, weil das dann ein sehr wichtiges Argument sein würde bei den Debatten um die demokratische Legitimität der Entscheidungen. Sie sehen hier jetzt eine Karte all jener Volksabstimmungen, die zwar gefordert worden sind, aber die nicht realisiert wurden. Sie sehen, das sind also deutlich viel größere Gebiete, die hier zumindest zur Debatte standen. Das ist eine ganz andere Karte als die kleinen grünen Punkte, die ich Ihnen gezeigt habe. Welche Rolle spielten jetzt Volksabstimmungen in dieser komplizierten Gemengelage? Ein Blick auf die Karte zeigt, dass das Instrument eben nur selektiv zur Anwendung kam, und zwar in erster Linie auf dem Gebiet des Deutschen Reiches. In Österreich gab es die Kärntner Abstimmung, in Ungarn wurde über Ödenburg abgestimmt, Bulgarien und das Osmanische Reich, auch zwei Verliererstaaten, erhielten überhaupt keine Plebiszite zugebilligt. Allgemein lässt sich festhalten, dass die betroffenen Siegermächte, punktuell aber auch zum Beispiel Deutschland, im Falle ganz deutlich im Fall auch Oberschlesiens, Abstimmungen vermeiden wollten. Das heißt, es wurde der Wille der Bevölkerung durchaus unterschiedlich eingeschätzt. Dies wird deutlich, wenn wir ganz kurz die Liste jener Abstimmungen durchgehen, die von den Verlierern gefordert wurden, von den Siegern aber abgelehnt. Beginnen wir im Westen. Deutschland verlangte eine Volksabstimmung in Elsass-Lothringen. Wenn Sie die Debatten von Wilson und Lloyd George über Volksabstimmungen in Oberschlesien sich betrachten, da argumentierte Wilson, Oberschlesien sei mehrheitlich polnisch, eine Volksabstimmung sei nicht nötig. Lloyd George entgegnet, nach diesem Prinzip muss das Elsass bei Deutschland bleiben. Das ist nur als Beispiel, wie diese Prinzipien konkret kollidierten. Die österreichische Delegation in Saint-Germain verlangte Volksabstimmungen für alle Gebiete, für die die junge Republik eine Souveränität beanspruchte, nämlich die Gebiete, in denen Deutsch gesprochen wurde, der früheren Monarchie, das betraf Südtirol. Aber die größte Gruppe, das wird häufig vergessen, waren die 3,5 Millionen Deutsch-Österreicher auf dem Gebiet der jungen Tschechoslowakei. Das sind ganz andere Größenordnungen, als wenn wir jetzt über die Abstimmungsbevölkerung hier in Kärnten sprechen. Die ungarische Delegation ging noch weiter. 1920 bot sie an, in sämtlichen umstrittenen Gebieten Volksabstimmungen durchzuführen. Zwar und die Ergebnisse auch anzuerkennen. Ich werde dann später erklären, warum Ungarn das getan hat. Diskutiert wurde zeitweise auch eine Volksabstimmung in Ostgalizien, wo polnische und ukrainische Ansprüche aufeinander prallten. Der italienisch-südslawische Konflikt in der Adria sollte so gelöst werden. Verlangt wurde das auch für die südwestrussische Provinz Bessarabien, mehr oder weniger die heutige Republik Moldau. Oft übersehen wird, wenn wir im Balkan gehen, dass Bulgarien für alle umstrittenen Gebiete, also Vardar, Makedonien, Westthrakien, heute Teil Griechenlands, und die Süddobrudscha ebenfalls Volksabstimmungen verlangt hat und dass in Westkleinasien, in Smyrna, Izmir, zumindest eine regionale Willensbildung vorgesehen waren für die endgültige staatsrechtliche Zugehörigkeit Griechenland oder Türkei. Wir sehen bei einem Bild auf die Karte, dass diese nicht stattgefundenen Volksabstimmungen, jetzt mit Ausnahme des Elsass und von Südtirol, fast ausschließlich Gebiete im östlichen Europa betreffen, Gebiete, die deutlich größer waren als jene, in denen die Abstimmungen durchgeführt wurden. Und die Liste macht auch deutlich, wie sehr das Instrument Volksabstimmung diskutiert wurde und wie selten es angewendet wurde, weil es kaum opportun erschien. Denn warum haben diese Referenden nicht stattgefunden? Beginnen wir einmal im Westen Europas.
In Elsaß-Lothringen hat die französische Regierung darauf bestanden, dass der Wille der Bevölkerung eindeutig pro-französisch sei und außerdem ein historisches Unrecht korrigiert werden müsse und hat sich kategorisch gegen jede regionale Willensbildung ausgesprochen. Die gleiche französische Regierung hat aber Maßnahmen in Gang gesetzt, die wir heute als ethnische Säuberung bezeichnen würden und die zu einer massiven Veränderung der regionalen Bevölkerung führte, die nach rassischen, also nach Herkunftskriterien in drei Kategorien eingeteilt worden ist. Das war ein Novum in der europäischen Geschichte. Also hier Anspruch und das tatsächliche Wissen um offensichtlich doch anders gelagerte Loyalitäten vor Ort sind in dem französischen Regierungshandeln auf der einen Seite Ablehnung eines Plebiszit und auf der anderen Seite ganz massive Eingriffe bevölkerungspolitischer Art deutlich erkennbar. Österreich. In den Fällen Südtirol und den Deutsch-Österreichern auf dem Gebiet der jungen Tschechoslowakei wurde dies mit Rücksicht auf die Verbündeten abgelehnt und durchgeführt wurde dann aus Gründen, die Ihnen bekannt sind und die mein Kollege Arnold Zuppan dann noch vertiefen wird, eine einzige Volksabstimmung hier in Kärnten. Interessanterweise haben aber die Sieger das Burgenland Österreich zugeschlagen mit der Begründung, die deutschsprachige Bevölkerung dort sei ohnehin nach Österreich orientiert und deswegen eine Willensbildung nicht nötig. Man soll zwar nicht kontrafaktische Geschichte betreiben, aber bei einer Abstimmung im Burgenland hätte sich wahrscheinlich eine Mehrheit auch der deutschsprachigen Bevölkerung für Ungarn ausgesprochen, weil die Loyalitäten anders lagen und insbesondere die Interessen auch der lokalen Eliten nach einer fast 1900-jährigen Zugehörigkeit zu Ungarn eine andere waren. Also auch hier sehen wir die Methode der Einschätzung des Willens der Bevölkerung vom grünen Tisch aus, war eine wesentliche Methode hier bei der Politik, häufig konterkariert dann, das werde ich zum Schluss zeigen, durch die tatsächlichen Ergebnisse. Ungarn. Die ungarische Delegation verhandelte als letzte. Das lag an der schwierigen innenpolitischen Lage, kommunistische Räterepublik, deren Niederschlagung durch eine Intervention primär rumänischer Truppen, die Besetzung Budapests und Ausplünderung Budapests durch rumänische Truppen. Und als die ungarische Delegation antrat zu Verhandlungen, waren die anderen Verträge abgeschlossen und geklärt. Und so sehr es teilweise Signale gab, dass ein Verständnis da war für die ungarischen Forderungen, auch Plebisziten, wurde das mit Hinweis darauf abgeschmettert, dass man dann das gesamte Vertragskonvolut mit den anderen hätte auflösen müssen. Das hat Probleme geschaffen, die bis heute bestehen. Einzig die Ödenburg-Frage wurde dann bilateral zwischen Österreich und Ungarn geklärt und die Abstimmung ging zugunsten Ungarns aus. Wie gesagt, die Bulgaren hatten nicht einmal den Hauch einer Chance. Es wurde ihnen einfach komplett, obwohl in den 14 Punkten etwas steht, nach ethnisch von territorialer Neuordnung, darauf wurde gar nicht eingegangen. Und im Falle Polens das können Sie deutlich erkennen hier auf dieser Karte, hat die politische Willensbildung durch Plebiszite gegenüber Deutschland stattgefunden, gegenüber den anderen Nachbarn nicht, wobei der größte diplomatische Aufwand getrieben wurde im Verhältnis zu Litauen, wo also zwischen 1919 und 1921 verhandelt wurde um das umstrittene Vilna-Gebiet und man letzten Endes dann Plebiszite immer wieder diskutiert worden, aber nicht umgesetzt worden sind. Die Referenden waren also in der Regel verhindert worden, um die neue Ordnung nicht zu gefährden, denn es lag auf der Hand, dass bei Volksabstimmungen in Südtirol und den deutschen Gebieten Böhmens und Mährens sich Mehrheiten für Österreich oder je nachdem, wie die Frage gestellt worden wäre, direkt auch für Deutschland ergeben hätte und eine Stärkung Deutschlands war nun dezidiert nicht das Ziel der Sieger. Die Sieger ahnten auch, dass die ungarischen Grenzen in der südlichen Slowakei in den Gebieten, die dann dem Königreich SAS zugeschlagen wurden, also im Wesentlichen der heutigen Vojvodina, im Partium, der Maramuresch und der Karpato-Ukraine und sich wohl auch im Burgenland und zumindest in Teilen Siebenbürgens Mehrheiten für Ungarn ergeben hätten, da dort wesentliche Teile der jüdischen und weite Teile der deutschen Bevölkerung sich für Ungarn entschieden hätten und gegen die neuen Staaten. Es ist ebenso fraglich, ob Serbien und Griechenland bei Referenden am Balkan die von Bulgarien beanspruchten Gebiete wirklich hätten behalten können und ob das früher russische Bessarabien bei einer Volksabstimmung tatsächlich für Rumänien votiert hätte, ist ebenfalls offen. Es waren also handfeste Machtinteressen, die gegen Plebiszite sprachen, die in den Augen der Sieger das Ergebnis des Krieges umgestürzt hätten, indem sie
punktuell, zum Beispiel durch die Schaffung eines größeren Deutschlands, also ein Kernziel obsolet gemacht hätten, sogar auf den Kopf gestellt. Und Staaten wie die Tschechoslowakei und Großrumänien, die wären nämlich am meisten betroffen gewesen von derartigen Plebisziten, hätten die ihnen zugewiesene, von den Siegern zugewiesene Rolle in der Zwischenkriegszeit so nicht erfüllen können. Die neuen Staaten und in den Verhandlungen auch jene Entente-Mächte, die an den jeweiligen Territorialfragen interessiert waren, mussten aber dennoch argumentieren, wie demokratisch denn die neue Ordnung war. Denn man wollte sich ja verabschieden, zumindest war das die Außendarstellung und an die musste man sich bis zu einem gewissen Grade doch halten, von einer rein klassischen Diplomatie, die Gebiete hin und her schiebt. Wie wurde jetzt argumentiert? Sie sehen hier ein Zitat aus der Rede des ungarischen Außenministers Albert Apponyi vor den Siegermächten am 16. Mai 1920 und der zentrale Punkt ist das Fettgesetzte. Denn die Siegermächte, vor allem die regionalen, bezogen sich sehr wohl auf politische Willensbildung, also nicht nur Ergebnisse am Verhandlungstisch. Und sie bezogen sich dabei auf die Anschluss- oder Vereinigungserklärungen an die neuen Staaten ab, die in verschiedenen Teilen des östlichen Europas, auf dem Gebiet der früheren Habsburger Monarchie, befördert vom Völkermanifest Kaiser Karls I., sich gebildet haben, nämlich sogenannte Nationalräte. Diese Nationalräte waren nicht gewählt, es gab keine allgemeinen Wahlen dazu, sie bestanden aus Nationalaktivisten, die eine klare Agenda verfolgt haben und die häufig nur einen Bruchteil der Bevölkerung vertreten haben. Also in der Baranja war das klar, da gab es einen serbischen Nationalrat und der Nationalrat aller Slawen, die dann den Anschluss an Serbien erklärten, die traten für 18% der Bevölkerung ein. Die anderen waren politisch hier gar nicht gefragt worden. Sogar der wichtige Nationalrat in Zagreb, der Slowenen, Kroaten und Serben, der am 1. Dezember 1918 dann die Vereinigung mit Serbien proklamiert hatte, war also bar jeder breiteren demokratischen Legitimation. Und als die Kroaten dann gefragt wurden bei den ersten jugoslawischen Wahlen, erzielte just jene Partei, die dieses damals beschlossene politische System entschieden ablehnte und eine Föderalisierung verlangte, die kroatische Bauernpartei eine überwältigende Mehrheit. Also hier haben wir bei der behaupteten Vertretung des Volkes auf der einen Seite von kleinen Elitegruppen und der ersten Form einer tatsächlich demokratischen Willensbildung, also eine erhebliche Diskrepanz. Geht man nach Osten, in Bessarabien zum Beispiel, wurde die Anschlusserklärung von einem Landesrat abgegeben, der im Chaos der russischen Revolution entstanden ist und dessen nicht rumänische Mitglieder im Laufe des Jahres 1918 gesäubert wurden. Also gerade die jüdischen Abgeordneten wurden häufig erschossen, die russischen und ukrainischen nahmen nicht teil. Das war also ein Rumpfparlament mit klarer ethnischer Mehrheit. In der Bukowina waren es Rumänen und eine kleine Gruppe Deutscher und Polen, die den Anschluss erklären. Die großen jüdischen und ukrainischen Bevölkerungsteile haben sich diesem Gremium verweigert, wurden auch nicht gefragt. Und so kam es, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung, also nicht einmal über, sagen wir, problematisch legitimierte Vertreter repräsentiert waren. Also in all diesen Fällen ging es darum, dass politische Eliten, teilweise auch selbsternannte politische Eliten, die nur teilweise aus Funktionsträgern, also Abgeordneten der früheren Systeme hervorgegangen sind, beansprucht haben, den Willen der Bevölkerung zu kennen in betroffenen Gebieten. Und so haben auch die Diplomaten am Verhandlungstisch argumentiert. Das galt bereits für das von mir erwähnte Fallbeispiel Elsass-Lothringen. Hier sehen Sie ein Zitat der Antwort der Siegermächte an die deutsche Verhandlungsdelegation vom 16. Juni 1919, die eigentlich die Prinzipien festlegen, nach denen Volksabstimmungen festgelegt wurden. Also, wo die Loyalitäten einer Bevölkerungsgruppe zweifellos feststellbar sind, gibt es keine Notwendigkeit für ein Plebiszit und wo sie in Zweifel stehen, da gibt es eines. Nur, wer legt das fest? Und das waren die Siegermächte selbst und sie beriefen sich dabei auf eine Mischung von Expertenmeinungen und in den Friedensdelegationen haben Experten, Geografen, Historiker eine sehr große Rolle gespielt. Es war also wirklich auch ein Krieg der Karten. Das ist sehr schön dargestellt in einem der besten Werke zu dem Thema, dessen einer Autor, Maciej Gorny, unter uns ist,
wo deutlich wurde, wie wichtig das war, dieses Expertenwissen. Zum anderen aber entsprang es häufig auch einem, sagen wir eher einem emotionalen Zugang und auch Vorurteilen. Und diese Vorurteile spielten durchaus auch zwischen den Siegermächten eine Rolle. Die britische Delegation zum Beispiel hegte gegenüber Polen und den polnischen Ansprüchen erhebliche, auch emotional geprägte, auch klischeegeprägte Vorurteile. Das spielte auch damals schon eine sehr große Rolle in der polnischen Wahrnehmung. Die Briten sind gegen uns. Neuerdings wird das im Bereich der Emotionsgeschichte aufgearbeitet. Und es waren sehr emotionale, aber teilweise auch sehr stark imperial geprägte Haltungen. Zum Beispiel, wenn der südafrikanische General Jan Smuts, einer der wesentlichen Berater des britischen Premiers Lloyd George, sagte, all diese kleinen Staaten unserer Verbündeten haben nichts gelernt, nur außer eines, nämlich dass sie ihren Mund aufreißen, um möglichst viel Gebiet zu schlucken und dann rufen sie uns um Hilfe an, wenn es nicht funktioniert. Also das waren Einstellungen, die man hier sieht, und hier haben Sie eben ein Zitat des britischen Premiers selbst, wo er sich über Polen äußert. Hier haben Sie jetzt eine Karte, die die stattgefundenen und die nicht stattgefundenen Plebiszite zusammenbringt, damit Sie einmal das umgelegt auf Europa erkennen können. Wir kommen jetzt zu dem Teil, wo es um die Durchführung geht. Wann findet eine Abstimmung statt? In welchen Umständen und nach welchen Prinzipien? Worüber genau wird abgestimmt? Wer ist überhaupt stimmberechtigt? Wer führt das Plebiszit durch und wer überwacht es und garantiert für die korrekte Durchführung, und ist das Ergebnis dann bindend oder Gegenstand erneuter Verhandlungen? Und als nachgelagerte und sehr wichtige Frage, wie gehen denn die Betroffenen damit um, insbesondere die Seite, die die Abstimmung verliert? Schon der Zeitpunkt eines Plebiszits konnte Anlass zu heftigen Debatten sein. So wollte Polen zum Beispiel in Ostpreußen den Abstimmungstermin hinauszögern, mit der Begründung, die polnischsprachige protestantische Bevölkerung der Region sei zu lange deutschem Einfluss ausgesetzt gewesen, daher der Nation entfremdet, und polnische Bildungsarbeit würde hier einen historisch korrekteren Zustand herstellen, historisches Unrecht korrigieren und die polnischen Abstimmungschancen erhöhen. Das heißt, es war schon nicht gleichgültig, wann so ein Plebiszit angesetzt wurde. Durchgeführt wurden sie unter internationaler Aufsicht, das heißt Truppen der Siegermächte wurden in den Abstimmungsgebieten stationiert, eine interalliierte Zivilverwaltung eingerichtet, und heftige Diskussionen gab es dann, was denn mit der Vorgängerverwaltung geschehen soll, insbesondere mit den Spitzen der Vorgängerverwaltung, die als entscheidend für die Beeinflussung der Bevölkerung wahrgenommen worden sind und inwiefern Vertreter der Abstimmungspartei, die Anspruch erhob, auf ein Gebiet dort vertreten waren. Also zum Beispiel polnische Konsuln in Ostpreußen, während zum Beispiel in Kärnten es tatsächlich zu einer militärischen Besatzung des Abstimmungsgebietes durch eine der Konfliktparteien gekommen ist. Sehr entscheidend für die Durchführung war auch, ob die Abstimmungen von Gewalt begleitet waren oder nicht. Kärnten und Oberschlesien, hier gab es bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen slowenischen Freischärlern und regionalen Abwehrverbänden. In Oberschlesien gab es im Umfeld vor und nach den Abstimmungen insgesamt 3 polnische Aufstände mit wesentlich mehr Toten als hier in Kärnten, haben natürlich enorm mobilisiert, enorm zugespitzt und die Abstimmungsergebnisse dann wesentlich schwerer akzeptabel gemacht als zum Beispiel in Ost- und Westpreußen oder Nordschleswig, wo zwar die Kampagne heftig geführt wurde und eine nationale Zuspitzung in der Propaganda zu beobachten war, es aber nicht zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit für den jeweiligen Bereich vielen Toten geführt hat und einer entsprechenden zusätzlichen Emotionalisierung. Umstritten war auch, wer stimmberechtigt war. Die zum Abstimmungszeitpunkt vor Ort wohnhafte Bevölkerung oder Menschen, die dort geboren waren. Im Falle der deutschen Ostprovinzen hoffte Polen auf polnischsprachige deutsche Staatsbürger, die in früheren Jahrzehnten abgewandert waren als Arbeitsmigranten, insbesondere ins Ruhrgebiet oder auch die Vereinigten Staaten, in der Hoffnung, dass diese Menschen den Ausschlag für Polen geben würden.
Als dann deutlich war, dass diese in vor Ort geborenen, aber nicht mehr ansässigen Personen mehrheitlich für Deutschland stimmen würden, hat dann Polen versucht, ihren Zugang zum Abstimmungsgebiet, zumindest in West- und Ostpreußen, zu sperren. Deutschland hat darauf reagiert mit einer Schiffsbrücke von Stettin nach Ostpreußen und rund 250 Sonderzügen, die dann nach Oberschlesien gingen, auch das Teil eben der staatlichen Infrastruktur und Mobilisierung. Kommen wir zu den Ergebnissen der Abstimmung. Diese waren sowohl für das südslawische Königreich wie für Polen, genauer gesagt die involvierten politischen Eliten, enttäuschend. Beide, die Abstimmungsgebiete im Osten Deutschlands und in Kärnten teilen eine Strukturgemeinsamkeit. Es waren mehrheitlich slawischsprachige Gebiete, südslawisch hier in Kärnten, westslawisch in den deutschen Ostprovinzen. Und deswegen wurden ja Abstimmungen durchgeführt, man wollte den Willen der Bevölkerung, gerade Großbritannien hat da im Falle der deutschen Ostprovinzen sehr darauf gedrängt, eruieren. Die entscheidende Gruppe bei beiden Abstimmungen war also nicht die deutschsprachige Bevölkerung, sondern es war die slawischsprachige Bevölkerung, die nach der Logik der polnischen und slowenischen Eliten eigentlich einheitlich für die neuen Staaten hätten stimmen müssen. Es war die Logik eines Nationsgedankens, der auf Sprachzugehörigkeit beruht. Und dennoch haben in Ost- und Westpreußen, insbesondere in Ostpreußen, die überwältigende Mehrheit der polnischsprachigen für Deutschland optiert, in Westpreußen etwa die Hälfte und ähnlich war es in Oberschlesien und auch in Kärnten. Das heißt, dass wenn man dieses Konstrukt einmal so annimmt als slawischsprachige Bevölkerung, dass hier also eine Bruchlinie zwischen diesen Menschen verlief und offensichtlich andere als rein sprachnationale Logiken spielten. Das kann man sehr deutlich erkennen, wenn man die Sprachzugehörigkeit und das Abstimmungsergebnis in Verbindung setzt. Sie sehen jetzt hier die Abstimmungsgebiete in West- und Ostpreußen, oben die Sprachverhältnisse. Sie sehen im südlichen Teil Ostpreußen, Abstimmungsgebiet Allenstein, waren nach der Volkszählung von 1910 44% der Bevölkerung polnischsprachig und für Polen votierten 2,1% der an der Abstimmung Teilnehmenden. Sie sehen in Marienwerder Abstimmungsgebiet war es eine deutschsprachige Mehrheit, aber auch hier optierte eine erhebliche Zahl der polnischsprachigen nicht für Polen. Kärnten ist der Fall bekannt. Das heißt, wenn wir das jetzt auf eine höhere Ebene heben, können wir erkennen, dass bei diesen Plebisziten ganz offenbar andere Dinge als eine Grundidee des Nationalismus, nämlich Sprache bestimmt die Zugehörigkeit und die primäre Loyalität entscheidend waren. In Ostpreußen zum Beispiel war die Konfession wichtig, es waren zwar polnischsprachige, aber sie waren Protestanten und wollten nicht in ein katholisches Polen. Und es waren auch Menschen, die eine Staatsloyalität aufgewiesen haben. In Oberschlesien war es also eine ganze Fülle von Argumenten, die durchaus von beiden Seiten dann in Anschlag gebracht worden sind. Wir haben leider keine Befragungen dann danach, Sondagen, was dann ausschlaggebend war. Also insofern können wir zwar Gründe anführen, die schon von Zeitgenossen aufgebracht worden sind, die das erklären, aber wir haben jetzt also keine Exit-Polls. Kärnten war das ähnlich, also die Hälfte der slowenischsprachigen Bevölkerung optiert für Österreich und das wurde ja in Laibach auch als nationale Katastrophe empfunden und zwar zu Recht, denn diese Gleichung, mit der ja Ansprüche erhoben wurden, also Sprache ist gleich Staats- und Nationszugehörigkeit und darauf beruhte der slowenische Nationalgedanke ja auch sehr stark, waren in einem Plebiszit widerlegt worden, dessen korrekte Durchführung ja nicht angezweifelt werden konnte. Und auch in Oberschlesien, wo die Gewaltsamkeit des Konflikts viel höher war als in Kärnten, ergab sich in einem Gebiet mit 60% polnischer Bevölkerung eine knappe 60% Mehrheit für Deutschland. Nehmen wir jetzt diese Ergebnisse einmal zusammen. Grundannahmen, wenn wir die Abstimmungen vergleichen. Also Grundannahmen des Sprachnationalismus und die spielten bei den Verhandlungen auch der westlichen Staatenlenker eine sehr große Rolle. Also man hat sich die Statistiken angeschaut und die Sprachzugehörigkeit und danach das als Grundkriterium für die Zuweisung von Gebieten genommen. Die haben sich bei einer sehr massiven, auch teilweise gewaltsamen Mobilisierung so als nicht zutreffend erwiesen. Das Abstimmungsverhalten verlief also nicht entlang von Sprachgrenzen. Es waren offenkundig andere Faktoren, die das Stimmverhalten bestimmten.
und obwohl beide Seiten, und zwar durchaus zurückgehend auf die Argumente beider Seiten, denn die Abstimmungsparteien haben durchaus einen Systemvergleich ausgerufen. Es ging um ganz konkrete Vorteile, auch wirtschaftliche Vorteile oder zum Beispiel hier in Kärnten auch ganz prominent der Dienst in der jugoslawischen Armee. Aber es waren am Schluss also eine ganze Fülle von Strukturelementen. Das waren mentale, es waren alte Loyalitäten, es waren fallweise konfessionelle Elemente, es waren wirtschaftliche, es waren, wenn man so will, auch Landesidentitäten, die hier eine Rolle gespielt haben. Es ist aber klar, überall entscheidend für das Plebiszit war das Verhalten eben nicht der deutschsprachigen Bevölkerung, sondern der Slowenen in Kärnten und der Polen oder polnischsprachigen in den deutschen Ostprovinzen. Umgang mit dem Ergebnis. In den Gebieten, wo es zu Gewalt kam, war punktuell Gewalt dann auch die Reaktion auf das Abstimmungsergebnis. In Oberschlesien kam es zum dritten polnischen Aufstand. In Oberschlesien war aber im Vertrag von Versailles vorgesehen, dass eine Teilung des Abstimmungsgebietes möglich war. Über diese wurde verhandelt und hier hat sich Frankreich dann durchgesetzt und die wirtschaftlich wertvollen Gebiete des Abstimmungsgebiets Polen zugeschlagen. Im Falle Kärntens wurde eine militärische Intervention des südslawischen Königreichs abgeblockt von den Entente-Mächten. Kommen wir jetzt zum Schluss. Waren jetzt Plebiszite ein Element der Demokratisierung von Nachkriegseuropa im Sinne auch der Kriegspropaganda der Siegermächte? Und was können wir eigentlich aus ihnen ableiten? Erstens, die Grundprämissen der Nationalstaaten waren von Eliten, nennen wir sie Nationalaktivisten, geschaffen worden, die behaupteten, im Namen ihrer Nation zu sprechen. Diese Behauptung, das ist ein zweites Element und das traf durchaus zum Beispiel auch auf Deutschland und das deutsche Verhalten gegenüber Polen zu, wollten sie lieber nicht einen Plebiszit aussetzen. Das war vor allem die deutsche Politik auch in Oberschlesien. Die wenigen Plebiszite auf postimperialem Boden, und das ist hier sehr wichtig, also wir reden jetzt nicht über das deutsch-dänische Verhältnis, sondern wirklich über Gebiete, die früher Imperien angehörten, widerlegen aber diese Prämisse der Aktivisten. Und auch die Einschätzung der Siegermächte, die am grünen Tisch festlegten, wo welche Bevölkerung angeblich ein eindeutiges Bewusstsein hatte aufgrund der Sprachzugehörigkeit. Das war ein Grundpfeiler der Nachkriegsordnung Europas, diese Idee, dass Sprache die Nationszugehörigkeit und Nation auch im Sinne von Staatszugehörigkeit bestimmt. Entscheidend für den Ausgang der Abstimmungen waren Bevölkerungsgruppen, die eine andere als die Staatssprache der bestehenden Staaten verwendeten, also Slowenisch, das ja auch keine Landtagssprache war hier in der Monarchie, und Polnisch. Und von den Eliten neuer oder wieder erstandener im Falle Polens Staaten als Konationale angesehen wurden. Die Mehrheit oder wesentliche Teile dieser Zwischengruppen fühlten sich aber von den neuen Staaten und ihrem politischen Angebot nicht angesprochen, obwohl, und das ist sehr wichtig, sie dort ja zur Titularnation gezählt hätten, also keine Randgruppe gewesen wären, zumindest in der offiziellen Wahrnehmung nicht. Das heißt, die Plebiszite legen in Übergangsgebieten, auch kulturell-ethnischen Übergangsgebieten, andere Loyalitäten frei, als solche, die rein auf Sprache und Sprachnation beruhen. Auf imperialem Boden waren die Menschen ganz offensichtlich anders in ihren Loyalitäten ausgerichtet, als es Nationalaktivisten behaupteten. Freilich, und das muss auch festgehalten werden, legen die Plebiszite, sagen wir, Strukturen frei, die nicht national waren, aber die Folge, dass ein Plebiszit stattgefunden hat, war eine extreme nationale Verhärtung. Denn jene Menschen, die eben nicht sprachnational votierten, sondern ihre staatspolitische, mentale, in dem Falle Ostpreußens konfessionelle Loyalität, auch ihre wirtschaftlichen Interessen zum Ausdruck brachten, wurden für diese Loyalität nicht belohnt. Österreich hatte auf Slowenisch an die Staatstreue der Kärntner Slowenen appelliert. Das Bekenntnis von rund der Hälfte der Kärntner Slowenen im Abstimmungsgebiet wurde danach aber von Österreich nicht mit einem großzügigen Entgegenkommen, trotz bewiesener Loyalität in Sprach- und Kulturfragen honoriert. Denn die Plebiszite hatten, und das muss man deutlich festhalten, enorm mobilisiert. Sie haben Gräben aufgeworfen, sie haben Menschen zu einem Bekenntnis gezwungen, die bis anhin nicht in einem binären System von A oder B konkurrierender Nationalismen gelebt hatten, sondern in anderen Loyalitätsstrukturen.
diese anderen, sagen wir, jenseits von nationalem existierenden Strukturen wurden von den Plebisziten ans Licht gebracht und das ist wichtig, gleichzeitig auch in Teilen zerstört. In der nationalen Mobilisierung gab es nur noch Schwarz oder Weiß, es gab nur noch Deutsch oder Polnisch, Deutsch oder Slowenisch. Die Übergangszonen, die wie gezeigt so entscheidend waren, wurden von den Nationalaktivisten beider Seiten radikal verengt. Plebiszite sind also kein Allheilmittel und mein Eingangsbeispiel aus meiner engeren Heimat hat das ja auch gezeigt. Und nicht unbedingt die bessere Alternative zu Gebietsregelungen am Verhandlungstisch, die, wie gezeigt, auch massiven Problemen ausgesetzt sind. Es steht aber, und darüber können wir dann diskutieren, außer Zweifel, dass ein umfassendes und kohärentes System von Plebisziten, und das gab es ja nicht, mit einer korrekten Durchführung zumindest einige jener Konflikte entschärft hätten, die Europa in der Zwischenkriegszeit und dann mit einer ungeheuren Gewaltentfesselung im Zweiten Weltkrieg so stark verändert und so stark verwüstet haben. Gebietsplebiszite sind also ein ambivalentes Instrument, denn sie berühren eines der tiefsten Bedürfnisse des Menschen und das ist der Wunsch nach Heimat. Vielen Dank.